Und wenn ich jetzt hier auf den blauen Button gehe und wenn ich loslasse, dann kriegen hier die lokalen Sicherheitskräfte ein Signal und wissen auf einen Meter genau, wo ich bin. Also die Funktion ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben ganz viele Leute, die hier gerade auf dem Oktoberfest rumlaufen, die einfach ihre Handys zusammentun und sagen, wir als eine Sechsergruppe, zwei Mädchen, vier Jungs, gehen zusammen aufs Oktoberfest und gehen auch später feiern und wir passen aufeinander auf. Man hat hier so eine App, das heißt, wann immer einer von diesen sechs den Knopf drückt, dann klingelt es laut bei allen anderen fünf und zwar so, dass es sich über bitte nicht stören und lautlos vom Telefon hinwegsetzt. Sondern jeder weiß, es ist jetzt wichtig und kriegt sofort den Standort auch übertragen und dann können diese sechs Leute erstmal ganz unabhängig besser aufeinander aufpassen. Wenn diese sechs Freunde zusammen ins Schottenhammelfestzelt gehen, dann wird ihnen in der App auch noch angezeigt, nicht nur deine Freunde sind hier für dich verfügbar, sondern auch die professionellen Sicherheitskräfte von der Schottenhammelfesthalle. Und durch Bluetooth Low Energy Beacons erhalten die sehr, sehr genau, wo jemand Hilfe braucht. Das heißt, der weiß auf die Toilette genau, auf die Etage genau, wo Hilfe gebraucht wird. Und das schafft eine Geschwindigkeit, die so in der privaten und professionellen Hilfe noch nicht da gewesen ist. Und das, glaube ich, ist ein Riesenfortschritt und ich hoffe wirklich, dass dieses Pilotprojekt erfolgreich ist, weil es ist einfach so, dass es vorkommt, dass sexuelle Übergriffe oder dass manche sich zumindest nicht benehmen können und das Nein nicht verstehen und dann ist wirklich schnell jemand da. Und das ist, glaube ich, eine wirklich richtig, richtig gute Sache. Also um ehrlich zu sein, die ursprüngliche Geschichte ist eine sehr, sehr hässliche Geschichte, weil meine Ex-Freundin, die ich damals sehr geliebt habe, die ist sexuell missbraucht worden in der Toilette von einem Nachtclub. Und das Schlimme daran war, dass halt an diesem Abend 8 Securities gearbeitet haben. Einer von denen stand Luftlinie von dort, wo sie Hilfe gebraucht hat, keine 10 Meter entfernt. Der sieht aber nichts, weil er eine Etage weiter oben ist. Und der hört natürlich auch nichts, weil es super laut ist in diesem Club. So. Und aus diesem Frust heraus haben wir sich halt überlegt, okay, wie kann es sein, 21. Jahrhundert, dass jemand, der Hilfe braucht, jemand, der vor Ort ist und sogar dafür bezahlt wird, diese Hilfe zu leisten. Und diese zwei Gruppen, die finden sich nicht. Großes Zelt, Sie haben es gesehen, da sind fast 7000 Menschen drin. Das ist für einen Security oft schwierig zu wissen, wo muss ich jetzt hin. Und so eine Art Geocaching, dadurch kann ich aber relativ genau feststellen, wo muss ich denn helfen. Ja? Ich hoffe natürlich, in mir schlagen ja zwei Herzen. Der Gastronom, der sagt, hoffentlich braucht ihr es nicht. Ja? Aber wenn wir es dann gebraucht haben, eingesetzt haben und etwas verhindern konnten, dann bin ich natürlich stolz darauf, dass wir die Ersten waren, die es eingeführt haben.